Sie haben heuer den Nönn Leopold in der Kategorie Kultur gewonnen. Beim Nönn Leopold werden jedes Jahr Helden und Heldinnen aus Niederösterreich ausgezeichnet. In Ihren Büchern, die Hauptfiguren sind eher sehr zwiespältige, manchmal umstrittene Helden. Sind das die, die Sie persönlich spannender finden? Ja, die Idee war ja nicht von mir, sondern von der Andrea Eckert. Wir wohnen ja beide in Niederösterreich. Und ich war zuerst ziemlich verblüfft, weil ich den Ferdinand Raimund ja wenig kannte, aber ich habe halt ein bisschen recherchiert und dann war er mir sofort ganz nahe. Und Gutenstein auch. Muss man sich einmal vorstellen, ich komme ja aus Tirol, also aus dem zumindest Wintermassentourismus. Und da ist man in der Gegend von Gutenstein unterwegs und man glaubt, man lebt um 1900. Da habe ich schon reingeschaut natürlich. Ja, und der Raimund selber war ein gespaltener Mensch. Der war nämlich nicht so wie ich. Ich freue mich, wenn ich einen Erfolg habe, wenn die Zuschauer kommen, wenn ich einen Preis kriege. Der steht da hinten, mein Nönn Leopold. Der Ferdinand Raimund war ja ganz anders, der arme Kerl. Je größer sein Erfolg war, umso deprimierter ist er geworden. Das ist bei mir nicht so. Wissen Sie schon, wer der nächste Held oder Anti-Held sein wird, über den Sie schreiben werden? Haben Sie schon Pläne, die Sie uns verraten würden? Ja, ist ja eigentlich noch geheim. Ich sage das jetzt ganz geheim, bitte. Es gibt im 18. Jahrhundert einen sogenannten Hofmohren in Wien, den auf Angelo Soliman getauft. Angelo getauft, hat Madi Marquet geheißen. Und aus diesem fürstlichen Hofmoor ist mir eine Figur entstanden, die ich in einem Roman niedergeschrieben habe, der jetzt bald beendet ist und hoffentlich, ich bin ja immer zu spät dran, im Frühjahr erscheint. Das heißt, wir dürfen uns schon auf Ihr neues Buch freuen. Bitte freuen, Dankeschön. Danke auch.